einmal komplett lackiert. Der ganze Schrank ist jetzt auch schon 48 Stunden lang getrocknet, das heißt, die Farbe ist richtig trocken. Jetzt werde ich die Oberfläche nochmal etwas anrauen, weil die feinen Holzporen, die stellen sich beim Lackieren leicht auf. Deswegen gehe ich da jetzt einmal mit Schmirgel drüber. Danach werde ich den ganzen Schrank nochmal lackieren, wobei ich euch das jetzt im Video ersparen werde, weil im Endeffekt ist es die gleiche Prozedur wie beim ersten Mal auch. Das heißt, einmal komplett streichen. Und der interessantere Part kommt ja danach, wenn ich mit Kupfer und Gold arbeiten werde. Was mir halt richtig gut gefällt, ist diese Struktur von den USB-Platten. Und ich kann euch das gerne mal gleich mal etwas näher zeigen, weil das sieht meiner Meinung nach richtig gut aus. Ich hoffe, man kann das recht gut sehen, aber das ist halt diese Strukturierung der USB-Platte. Und ich finde, das sieht halt ziemlich cool aus, zusammen mit diesem schwarzen, ja, wie soll ich sagen, Klavierlack, also das ist Seidenglanz. Und ich finde, das sieht richtig super aus. Wie gesagt, es kommt nochmal eine zweite Schicht Farbe drüber und dann fange ich an mit dem Veredeln mit den Sonderfarben. So, die schwarze Farbe ist jetzt auch komplett getrocknet und jetzt werde ich mit so einer goldenen Farbe halt ein paar schöne Akzente setzen. Ich werde natürlich nicht deckend darüber streichen, das macht ja jetzt nicht so viel Sinn, sondern möchte halt nur, dass das wirklich so angedeutet ist. Und als Basis nehme ich jetzt erstmal Gold. Wenn das getrocknet ist, nehme ich darüber Bronze oder Kupfer. Und eventuell mache ich mir dann noch mit so Silber so ganz feine Linien da rein. Aber das muss ich jetzt mal schauen. Ich will jetzt erstmal Gold und Kupfer drauf machen, um zu schauen, wie das Ganze dann wirkt. Ich erspare euch jetzt mal den Zeitraffer hiervon, weil im Endeffekt ist es nur, dass ich mir so ein bisschen Farbe nehme. Mache mir das hier drauf. Und den Pinsel, den tauche ich jetzt nicht komplett darin ein, sondern wirklich nur mit der Spitze so und streiche das aber schon fast wieder komplett ab und dann gehe ich halt drüber und mache da ganz, ganz schwache Akzente rein. Und das mache ich jetzt bei dem ganzen Schrank und dann schauen wir mal, wie es später ausschauen wird. So, wie ihr sehen könnt, ist jetzt schon einiges an dem Tisch passiert. Ich habe erstmal mit Goldfarben drüber gemalt und das Ganze ist dadurch sehr hell geworden und deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch schon die silbernen Effekte jetzt anzubringen, denn jetzt im Anschluss werde ich mit der Kupferfarbe drüber malen, was das Ganze hoffentlich wieder abdunkeln wird. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das Ganze sehr glänzt. Ich werde versuchen, das später zu korrigieren, indem ich einen matten Klarlack drüber mache. Das schützt zum einen die farbige Lackierung hier und zum anderen hoffe ich, dass dieser Glanzeffekt dadurch wieder etwas weggehen wird. Ansonsten, das Ganze sieht jetzt natürlich etwas chaotisch aus, muss ich ehrlich zugeben, aber durch den Bronze- bzw. Kupfereffekt, jetzt, der noch darüber kommt, hoffe ich mir, dass dadurch ein rundes Bild entstehen wird. Ja, jetzt werde ich erstmal diese letzte Farbschicht aufbringen. Und im Anschluss daran kommt halt dieser matte Klarlack darüber. Und dann ist es vom Streichen her fast soweit fertig. Beziehungsweise diese grünen Zierleisten muss ich mir noch anbringen. Ich überlege noch, wo genau ich die hinmachen werde. Ich denke mal hier und hier. Dass es halt nicht zu viel ist, sondern nur, dass dieses Neongrüne wiederkehrt irgendwo. Aber das muss ich noch schauen. Ich hoffe, das ist auf dem Film auch zu sehen. Dieser Kasten da soll halt der PC später draufstehen. Weil der hat auch eine schöne LED-Beleuchtung und ich möchte halt, dass der etwas höher steht. Und der müsste ungefähr hier so mit der Kante abschließen. Aber wie gesagt, jetzt werden wir erstmal fertig streichen und dann mal schauen, wie es später aussehen wird. Farben her ist der Tisch jetzt soweit fertig. Ich bin jetzt auch schon seit gut 3-4 Wochen dran, weil wir halt nebenbei noch immer renovieren sind. Aber so wird er jetzt bleiben von den Farben her. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das Grün hier noch etwas intensiver werden würde. Normalerweise sollte das richtiges Neongrün sein. Also so wie hier auf der Platte zu sehen. Aber es ist halt sehr stark abgedunkelt. Aber gut,
Das war auch schon sehr grell. Also schauen wir mal, vielleicht kommt es mit dem Klarlack noch ein bisschen besser raus, weil jetzt kommt noch einmal Klarlack drüber. Und dann habe ich so einen Japan-Spachtel, mit dem werde ich auch nochmal über die Flächen drüber gehen, die ich nutzen werde. Also hier unten die Schreibtischablage, wie auch die Ablage hier und die für die Monitore. Da gehe ich halt mit dem Japan-Spachtel dann drüber und verteile den Klarlack. Den Rest werde ich einfach rollen. Und danach zeige ich euch dann, wie der aktuelle Stand ist. Und im nächsten Video, ich weiß nicht, ob ihr auf dem Film schon sehen könnt, ich habe mir Fahrradritzel gekauft. Das waren gebraucht bei eBay, also ausgemusterte. Die habe ich einmal in Gold lackiert, in Kupfer und auch in Silber. Da werde ich mir so drei, vier Stück auf jede Tür drauf machen, beziehungsweise vielleicht auch hier oben drauf welche, die ich dann in verschiedenen Größen abschneiden werde, damit halt nicht immer ganze Zahnräder sind, sondern mal halb so ein bisschen versetzt. Das kommt halt oben drauf, dass ich wieder mehr in die Richtung Steampunk komme. Dann habe ich mir so Griffe gekauft. So schöne, die passen halt gut zum Thema Steampunk, denke ich mal. Die kommen einmal auf diesen Schubladenauszug. Ich denke mal so hier in der Höhe, da rechts und links, sowie auf die Türen. Aber das werde ich dann wohl erst im nächsten Video zeigen, weil jetzt ging es erstmal nur ums Streichen. Wie gesagt, jetzt kommt noch einmal Klarlack drüber. Und im nächsten Video zeige ich dann das mit den Zahnrädern, mit den Griffen, sowie die LED-Beleuchtung, wo die überall hinkommt. Und das ist dann auch das letzte Video zum Thema Gaming-Schreibtisch, weil ich dann mit meinem anderen Modul weitermachen muss, wo es um die Elektronik geht. Da werden also verschiedene Elektronikbauteile eingebaut und alles. Aber das kommt dann halt in einem späteren Video. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Klarlack hier. So, vom Streichen her bin ich jetzt soweit fertig. Ich habe alles schön mit Klarlack versiegelt. Ich habe auch nochmal über diese grünen Neonflächen drüber gestrichen, in der Hoffnung, dass es dann doch etwas intensiver wird. Ich muss halt schauen, ich werde es jetzt abtrocknen lassen. Und im nächsten Video geht es dann halt darum, die Zahnräder anzubringen. Unten bei dieser Fußablage, die da unten zu sehen ist, da kommt noch schönes Polster drauf, so Schaumstoff. Das wird dann komplett mit Stoff überzogen, dass man halt schön die Füße darauf ablegen kann, ohne dass es weh tut. Hier wird halt die Lichterkette montiert. Links und rechts kommen noch Lichterketten hin. Aber wie gesagt, das kommt dann alles im nächsten Video. Und ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt, weil am Ende wird das ziemlich cool aussehen. Also hier der Bereich, wenn er mit Monitoren gefüllt ist, Tastatur, Maus, alles drum und dran. Dann die Steckdosen, alles. Das wird alles noch etwas Zeit brauchen. Ich werde das nächste Video mit den Zahnrädern und so wahrscheinlich recht schnell online bringen können. Aber fix und fertig ist er halt erst in der neuen Wohnung und wir ziehen halt erst Mitte August dahin um. Das heißt, ich kann den halt jetzt soweit fertig machen, wie ich ihn halt benötige. Aber komplett aufgebaut ist er halt erst Mitte August, so Anfang September. Und dann werdet ihr alles komplett sehen. Also den Schrank, wie er fix und fertig aussieht, der hintere Schrank, wie er fix und fertig aussieht. Dann gibt es noch zahlreiche Vitrinen, die halt ebenfalls so in diesem Stil angestrichen werden sollen. Und ja, das Ganze soll am Ende ein rundum komplexes System bilden, wo hier, sage ich mal, die PCs, der PC und die Rechenleistung stattfindet. Das zweite Modul hinten, der Schrank, der soll halt aussehen, als wenn das so ein großer PC wäre. Also da ist auch Arbeitsspeicher drin, Grafikkarten und sowas alles, komplett mit Epoxidharz ausgegossen. Dann die Vitrinen, das sind einzelne Elemente. Und das Ganze werde ich dann mit PVC-Rohren verbinden, auch in der Farbe Kupfer, Gold, Silber, dass das halt wirklich so aussieht, als wäre das ein komplettes modulares System, das komplette Zimmer. Ich werde dann auch die Wände in der neuen Wohnung richtig schön tapezieren, dass es halt so zum Style von Steampunk passt. Und ja, es wird auf jeden Fall einiges passieren. Es werden noch zahlreiche Videos folgen und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.